Liebe Freundinnen und Freunde des Fantastischen, willkommen. Ja, ich bin heute in Düren, also nicht zu Hause, wie ihr seht. Und zwar bin ich in Düren an der Kirche der Heiligen Anna. Düren, das liegt zwischen Aachen und Köln, ganz grob gesagt. Das ist eine, naja, historisch sehr alte Stadt. 5100 vor Christus gab es hier schon die ersten Siedler. Es sind hier bei Ausgrabungen 40 Häuser nachgewiesen worden. Von diesen ersten Siedlern vor 7100 Jahren 200 Skelette wurden ausgegraben. Und Düren hatte dann eine sehr bewegte Geschichte. Natürlich waren die Römer hier, Julius Cäsar. Und der Historiker Tacitus hat schon von Düren berichtet, von einem germanischen Volk, das hier in dieser Region siedelte. Das waren die Umbier, so ungefähr 70 nach Christus. Diese Umbier, da leitet sich ganz grob auch der Name Düren von ab. Und hier im Hintergrund seht ihr so einen, ich glaube, ja, das ist den Haupteingang der Kirche der Heiligen Anna, wo ich nachher dann mal reingehe und mein Video weitermachen werde. Und zwar ist die Heilige Anna die Mutter von der Mutter Gottes. Also das ist die Oma von Jesus Christus, die Mutter von Maria. Ja, und Düren ist, naja, wie soll man sagen, als Stadt, naja, recht jung. Denn im Zweiten Weltkrieg wurde Düren zu 99,2% von den alliierten Bombern zerstört. Das muss man sich mal vorstellen. Die Kirche zum Beispiel ist von 1956, also die ist recht neu. Und am 1. März 1945, also quasi zum Kriegsende, wohnten hier in dieser Stadt nur noch ganze 4 Einwohner. Es war überhaupt nicht mehr möglich, in dieser Stadt zu wohnen. 99,2% vernichtet. Es ging nichts mehr. Also keine Stadt in Deutschland war nach dem Zweiten Weltkrieg zerstörter als diese Stadt. Das sieht man an der Architektur hier überall in der Stadt. Es ist alles 50er, 60er Jahre Bau. Aber das interessiert uns eigentlich weniger. Uns interessiert ja vielmehr die Kirche, die hier bei mir im Hintergrund steht, der Heiligen Anna. Und zwar befindet sich da eine Reliquie eben, die von dieser Heiligen Anna, von der Oma von Jesus Christus, stammen soll. Sie wurde im Jahre 1500 in Mainz geraubt. Mainz kennt ihr natürlich als Königssitz und so etwas und ist seit 1501 eben hier ausgestellt. Da zeige ich euch gleich Videos und Filme. Ich werde dort dann weiter filmen. Interessant ist, da wo diese Kirche steht, befand sich einst der Königssitz, der Könighof von König Pippin dem Kleinen im 8. Jahrhundert. Das ist der Vater von dem Kaiser Karl dem Großen, der so ungefähr 747 vor Christus geboren wurde. Also ist das hier eigentlich ein historisch extrem kostbarer Ort, wenn man es so nennen kann, denn jeder kennt Kaiser Karl den Großen. Aber jetzt gehen wir mal rein und gucken uns mal die Reliquie dieser Heiligen Anna, der Oma von Jesus Christus, ein bisschen an, beziehungsweise dort spreche ich mal weiter darüber. Also bis gleich, ich werde mal reingehen. So, jetzt seht ihr, jetzt bin ich hier drin in der Kirche. Ich muss ein bisschen leiser sprechen, hier sind noch andere anwesend. Und zwar seht ihr jetzt im Hintergrund den Schrein der Heiligen Anna. Er ist natürlich ordentlich verschlossen und, naja, sagen wir mal versiegelt, damit da nicht irgendjemand irgendwelche Schindluder mittreibt. Aber wie ich es gerade draußen sagte, im ersten Teil, in Anführungszeichen, von diesem Video, seit dem Jahre 1500 befindet er sich hier. Er ist im Jahre 1212 diese Reliquie. Das ist eine Kopfreliquie, ein Teil eines Schädels, angeblich der Oma von Jesus Christus, wurde im Jahr 1212 in Nazareth gestohlen und kam dann eben nach Mainz und von Mainz nach hierhin. Und durch diesen Diebstahl, eben, dass das nach Düren gekommen ist, gab es dann Streitigkeiten zwischen Düren und Mainz. Und im Jahr 1506 entschied Papst Julius II., dass das Haupt der Heiligen Anna hier in Düren bleiben darf. Es hat sich dann sehr schnell eine Pilgerstätte entwickelt. Da kamen dann schon einige Jahre später 20.000 Pilger nach hierhin. Das ist enorm viel, obwohl interessanterweise die Anna als Großmutter von Jesus Christus, also die Mutter von Maria, in der Bibel überhaupt nicht erwähnt wird. Nur in apokryphen Texten außerhalb der Bibel aus dem 2. bis 6. Jahrhundert findet man das. Da kam dann eine Verehrung der Mutter Gottes, der Maria im 13. Jahrhundert und vor allen Dingen dann im 15. und 16. Jahrhundert sehr stark in Mode in der katholischen Kirche. Und so kam es auch dazu, dass die Heilige Anna sehr stark verehrt wurde. Hier die Glocke in dieser Kirche, die größte Glocke, die wie knapp über 5 Tonnen, ist auch der Anna gewidmet natürlich. Die heißt auch Anna. Die anderen heißen Maria, Josef und Martin. Martin ist dann
war ein Bischof hier irgendwie, aber das ist nicht so wichtig. Ja, und diese Kopfreliquie, ob sie echt ist, das ist ja wie bei allen Reliquien so sehr zweifelhaft. Es ist aber nicht ein ganzer Schädel, der angeblich von der Oma von Jesus Christus stammt, sondern es ist nur eben ein Teil der Schädelplatte. Auf Sizilien, die Insel im Mittelmeer, kennt ihr ja, gibt es übrigens noch eine zweite Kopfreliquie der heiligen Anna. Naja, es gibt ja auch die Vorhaut von Jesus und was es noch alles für Reliquien gibt, aber diese ist eben besonders interessant und die hat sich dann eben eine, naja, wie soll man sagen, ein wahnsinniges Volksfest rausentwickelt. Und zwar die Pilger, die immer nach Hien kamen, gab es natürlich die Pilgerfahrten und die Wallfahrten hier nach Düren. Und dann irgendwann wurde auch ein Markt dazu errichtet hier. Und daraus entwickelte sich die Anna-Kirmes hier in Düren mit weit über 1 Million Besuchern. Die ist, glaube ich, im Juli, August findet die statt hier in Düren. Und das ist eines der größten Volksfeste in Deutschland überhaupt. Das fußt auf dieser Reliquie hier, die gestohlen wurde in Mainz. Ja, und wie ich ja vorhin schon sagte, Karl der Große, sein Vater hatte hier seinen König-Sitz. Und der Martin Luther, den ihr natürlich auch alle kennt, der, wie soll man sagen, der Vater der evangelischen Kirche, seine Lieblingsheilige war die Anna. Ja, interessant ist natürlich, dass man immer aus Legenden allen möglichen Kram herausliest und herausinterpretiert. Denn, wie gesagt, in der Bibel im Neuen Testament ist diese Frau mit keinem Namen erwähnt. Dann sagt die katholische Legende sogar noch weiter, Anna wäre 20 Jahre kinderlos geblieben, war zwar verheiratet, aber sie bekam kein Kind. Dann hat Gott und seine Engel auf die Ehe der beiden eingewirkt und so wurde sie schwanger, aber unbefleckt schwanger. Die katholische Kirche deutet das so, dass das Baby im Leib der Anna nicht jungfräulich empfangen wurde, sondern unbefleckt von der Erbsünde, die angeblich durch Adam und Eva entstanden sein soll. Ich blende euch da mal einen Link ein zu einer Artikelanalyse, weil das ist auch eigentlich Quatsch, diese Erbsünde. Aber wie dem auch sei, dann wurde Maria geboren, später starb ihr der Mann von der Anna, sie hat noch zweimal geheiratet, noch mal zwei Töchter bekommen, die hießen auch beide Maria, die bekamen dann auch Kinder, das sollen dann laut der katholischen oder der christlichen Legende Anhänger oder Jünger von Jesus Christus gewesen sein. Also alles eine große, große Familie, eine heilige Familie, alles, naja, Vetternwirtschaft möchte ich mal nicht sagen. Aber so soll es eben laut der Legende hier, der katholischen Legende sein. Ich erwähnte gerade Martin Luther, der ist übrigens enorm gegen solche heiligen Verehrung, vor allen Dingen von der Mutter Gottes, von der Maria und so etwas gewesen. Der hat da immer ordentlich gegen gewettert in seinen Schriften. Es gibt übrigens eine andere Wallfahrtsstätte noch, die ist ganz in meiner Nähe, in Haltern, Haltern am See. Das ist ganz in der Nähe, wo ich wohne, in Kusverlette in dem Dorf. Da gibt es einen Annaberg, da treffen sich auch immer vor allen Dingen osteuropäische Übersiedler. Da ist das nämlich sehr in Mode, in Anführungszeichen, dass die Anna verehrt wird. Die treffen sich dort auf diesem Annaberg, um ihr zu huldigen, ihr zu heiligen. Da steht auch eine entsprechende Kapelle. Ja, und zu der heiligen Anna ist natürlich noch ganz interessant zu erwähnen, dass sie, also ihr seht ja hier diese Reliquie, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, ich blende auch mal ein Foto an, die ist da drin verstaut, diese Schädeldecke, dass sie im Kern aus dem 14. Jahrhundert tatsächlich stammen soll. Also das Kernheiligtum hier drin stammt aus dem 14. Jahrhundert. Aber naja, ob der Teil dieses Schädels wirklich von der Großmutter von Jesus stammt, ist natürlich so einfach eine Glaubenssache. Aber ich dachte mir, wenn ich schon mal hier in Düren bin, ich zeige noch mal ein paar Aufnahmen von der Kirche hier von innen, ist eine sehr große, aber ich erwähnte es ja, von 1956 ist die Kirche recht neu, alles wurde hier zerstört im Krieg. Aber ich hoffe trotzdem, dieser kleine Ausflug hier in dieser Reliquie zur Heiligen von Anna von Düren hat euch gefallen und deshalb gebt mir einen Daumen hoch, gleich kommen noch Videotipps. Und diskutiert mal darüber, was haltet ihr überhaupt allgemein von Reliquien und dass ich solche Themen immer mal wieder hier anspreche. Damit sage ich mal Tschüss ihr Lieben, besucht mich bei Facebook, facebook.com/mysteryfiles, euer Lars.